Wenn Breakfast 2013, das Power Marketing. Eine Präsentation von Canon und der INM. Hier natürlich nur mein Teil, mein Name Philipp Sauber, ich bin von der INM und Sie schauen websitemarketing.ch. Ich führe Sie in der nächsten Zeit durch die Präsentation durch, die ich anlässlich des Web Breakfast gehalten habe und wir steigen gleich ein. Es geht um das Thema Power Marketing, es geht um den Bereich Print, den haben wir von Canon gehört und Web. Und vielleicht gerade mal vorweg, den ersten Teil unserer Matrix, also den Bart, den Schlüssel, den kennt man im Fall einer Umsetzung einer Kampagne, sollte man den kennen, hat man evaluiert, man weiß die Ziele, man weiß vor allem auch, wie man die Leute anspricht, also wohin zielen und die Messinstrumente sind installiert. Dann der zweite Teil hinten, das kommt dann in der Kampagne logischerweise, das ist auch nicht das Thema heute, also wie ich dann monitore, vielleicht noch ganz kurz, aber dann die Review-Meetings weniger. Heute geht es ganz klar um die beiden Komponenten Blickkontakt und wie Kunden ansprechen. Schauen wir mit den Blickkontakten, da habe ich vier Bereiche unterteilt. Erstens mal Landingpage oder Microsite, was für ein System nehme ich, ganz entscheidend. Auch die Endgeräte nicht aus dem Fokus lassen und wie gehe ich mit den Inhalten um. Die erste Frage, die sich hier stellt, gibt es eine Landingpage oder mache ich eine Microsite? Ist also die Seite integriert in der bestehenden Webseite oder baue ich eben eine separate Microsite extra für die Kampagne auf? Da habe ich ein paar Entscheidungskriterien. Punkt 1 ist sicherlich die Flexibilität des CMS. Hat das Content Management die Möglichkeit, wenn es in der bestehenden Seite sein soll, überhaupt einen solchen Bereich zu integrieren, damit eben dort der Fokus auf der Kampagne liegt. Habe ich die Funktionsmöglichkeiten? Frage also zum Beispiel Formular auszufüllen, neue Formulare auslegen, Votings zu machen. Geht das auf meinem bestehenden CMS oder nicht? Kann ich designmäßig den Fokus so setzen, dass es eben passt? Das ist meistens nicht ganz einfach, weil ich doch eher ans CICD gebunden bin, wenn es meine eigene Website ist, als wenn ich eine Kampagnen-Site mache, dann kann ich auch mal was riskieren. Kann ich genauso fokussieren, also schaffe ich es dann in meiner Seite drin, den Fokus auf diesen Event, auf diese Kampagne, was es auch immer sein soll, so zu setzen oder mache ich das besser separat? Die Messbarkeit, das ist natürlich in beiden Fällen entscheidend. Kann ich auf meiner bestehenden Seite in meinem CMS gut messen, weiß ich nachher, was konvertiert hat und was nicht, das ist wichtig. SEO-Power ist logisch, wenn ich natürlich das auf meiner bestehenden Seite mache, dann pushe ich auch meine eigene Seite wieder, indem ich da Links drauf kriege oder setze. Wenn ich das separat mache, baue ich eine separate Microsite auf, die nachher diesen Power hat. Also auch das muss man sich überlegen, logischerweise die Kosten, ist es teurer vielleicht sogar, wenn ich es in meinem bestehenden CMS integriere oder baue ich was Eigenes auf, das vielleicht dann auch ganz simpel. Dann der zweite Punkt ist, was für ein System setze ich da ein, was eignet sich? Da auch wieder die Frage, für was setze ich es ein? Also was ist hier der Fokus? Ist es was ganz Einfaches oder kann ich am Schluss noch was bestellen? Also das ist sicher der Punkt, was das System bestimmt. Dann gehe ich auf Open Source, nehme ich eine Vendor-Lösung oder sogar ein proprietäres System, diese Frage. An zweiter Stelle Open Source kann man natürlich dann flexibler handhaben. Auch da ist wieder die Flexibilität ein Thema, nämlich beispielsweise WordPress habe ich vielleicht ein bisschen weniger Möglichkeiten, wenn dann was verkauft werden soll, als wenn ich dort eine Shop-Plattform nehme. Administrationsaufwand, der sollte möglichst klein sein, da würde ich beispielsweise WordPress dann eher wieder empfehlen. Also kann ich schnell dann was anpassen, weil ich habe ja nicht lange Zeit, vor allem wenn es eine Kampagne ist, kurzfristig auch mal was zu machen, kann ich es wiederverwenden. Das ist ganz wichtig, wenn ich gerade eine Microsite baue, separat, möchte ich die vielleicht für meine nächste Kampagne wieder nutzen können. Klar, mit einer Designanpassung, dass vielleicht auch Funktionen angepasst werden, aber grundsätzlich soll es wiederverwendbar sein. Gibt es vielleicht sogar Schnittstellen ins CRM rein? Das ist natürlich auch ein interessanter Punkt. Fließen die Daten direkt ins CRM rein oder behalte ich die und ziehe sie am Schluss dann raus? Auch da muss man schauen, dass die Anbindungsmöglichkeiten vorhanden sind. Performance. Da haben wir kürzlich wieder eine Kampagne, bei der Fernsehwerbung geschalten wurde. Da kann ich natürlich, wenn ich in der Cloud hoste, viel schneller reagieren, also schneller mehr Bandbreite dazugeben und so auch mal einen höheren Peak abfangen.
Und dann die Geräteunabhängigkeit, kriege ich es aus dem CMS so hin, dass mir auch auf Tablets und Smartphones angezeigt werden. Da sind wir gerade beim Punkt hier, 58% haben heute ein Smartphone, wobei man hier ganz klar sagen muss, dass das iPhone hier führt. Und die Zunahme ist frappant, also die ganzen alten Geräte, auf denen man noch nicht ins Netz konnte, die verschwinden langsam und immer mehr wird der Fokus darauf sein, dass ich eben vor allem auf Smartphones optimiert habe. Wenn ich von Smartphones rede, denke ich natürlich auch an Tablets, da ist die Freude noch nicht so stark, wir sind heute bei 27%, aber da geht es natürlich jetzt schnell vorwärts und ganz wichtig hier, ein Unterschied zwischen Tablet und normalem Desktop, auch wenn es vielleicht angezeigt wird, auf dem Tablet funktioniert natürlich die Bedienung anders, da muss ich mit dem Finger tippen können, also kann ich nicht so kleine Menüpunkte haben oder Mouse-Over funktioniert natürlich hier auch nicht. Und dann noch ein wichtiger Punkt, die meisten nutzen das Gerät zu Hause, also auch hier meistens vor dem Fernseher, das sogenannte Couch-Commerce, schauen, dass ich mein Tablet optimal oder auch mein Smartphone optimal eingesetzt habe, damit das eben dort auch funktioniert. Denn heute setzt man sich nicht mehr an den Computer an, wenn man was wissen will, sondern man nimmt ein mobiles Endgerät und sucht dann da drauf. Und da muss ich sicher schauen, bevor ich starte jetzt mit einer Kampagne, ob die verschiedenen Endgeräte, wie jetzt hier in dem Fall gezeigt, dann auch genutzt werden. Das ist relativ einfach, das hole ich aus meiner Statistik raus. Man sieht hier in dem Fall, das sind rund 15%, die bereits mit Smartphones auf diese Seite hier draufkommen, mit Smartphones und Tablets, also mit mobilen Endgeräten. Und dann sehe ich unten die beiden Zeilen, Zeile 1, iPhone sind die meisten. Und dann sieht man auch, die Performance ist klar schlechter als bei der Zeile 2, iPads. Also da haben wir knapp zwei Seiten, die angeschaut werden. Beim Pad sind es bereits 4, also man schaut hier auch mehr an. Auch die Absprungrate ist entscheidend höher als beispielsweise dann beim iPad, 71% zu 58%. Und dann muss man sich ganz klar auch bewusst sein, dass wenn man einen Newsletter verschickt, wie wir das gemacht haben für diese Veranstaltung, dann hat man hier den Unterschied gleich hier aufgeführt, wenn ich einen QR-Code mitliefere oder einen Link im E-Mail drin habe und da draufklicke, was ja passiert, ich bin unterwegs, schaue mir eine E-Mail an, klicke auf den Link drauf, dann sollte natürlich auch eine mobilfähige Seite kommen. Wenn dann das nicht der Fall ist, schaut so aus und dann ist auch wieder die Bedienbarkeit eben nicht gegeben, passt dann nicht und so verliere ich natürlich sehr viel. 33% der E-Mails werden heute mobil gelesen, natürlich auch geklickt. Und da sind wir dann beim Punkt Responsive Design bzw. Mobile First, überlegen also, was brauche ich auf dem kleinsten Gerät und von da hocharbeiten, nicht umgekehrt von oben nach unten. Und auch da ein ganz entscheidender Punkt, die sogenannte Customer Journey. Morgens eher auf dem Smartphone, vielleicht, wie wir vorgesehen haben, auf dem Klo. Dann mittags kurz am Desktop und abend bestellt wird dann auf dem Tablet oder halt sonst geklickt, wenn es ein Lead generiert, wenn es kein Shop hat. Und das Wichtigste auch hier wieder, was ich vermeiden möchte, wenn ich dann das richtige Endgerät optimiert habe und es passt darauf, dass mein Besucher nicht bounced, also der darf nicht wieder gehen, sondern der sollte bleiben. Und dafür gibt es zwei Hardcore-Kriterien, wenn man das so nennen will. Das erste ist die Relevanz ganz entscheidend, dass ich weiß, was passiert. Man spricht hier von 2 Sekunden, die man dem Besucher Zeit gibt, bis er begreift, um was es geht. Wenn also herzlich willkommen im Titel steht, dann hat man schon mal eher verloren. Ganz entscheidend also, dass man da nicht so arbeitet. Und der zweite Teil ist der Trust. Geht es also darum, dass ich dem ganzen Inhalt vertraue, dass ich der Firma, die dahinter steht, vertraue. Denn da sieht man, ob eine Firma erst seit gestern aus einer Garage heraus arbeitet oder ob die eben ein renommiertes Unternehmen ist. Und da habe ich Möglichkeiten wie Social Proofs, das wäre zum Beispiel dann Facebook-Fans oder diesen Trustmarks oder dann auch Anzahl Kunden, Anzahl umgesetzten Projekten, vielleicht auch Referenzprojekten, da kann ich mit dem dann arbeiten. Und dann, wenn wir beim Inhalt einen Schritt weiter gehen, dann geht es um den sogenannten Call to Action. Also da geht es jetzt darum, dass dann eben der Besucher auch das macht, was ich will bei einer Kampagne. Ganz klar darf es nur ein Ziel geben. Das sind hier ein paar Beispiele, Teilnahme und ich generiere mir eine Adresse, einen Download über die E-Mail-Adresse. Das ist immer noch ein gutes Instrument für einen B2B-Bereich. Bestellen
kostenlos oder auch kostenpflichtig. Also ich bestelle mir beispielsweise, auch wenn es nur ein Katalog ist, ach, da hole ich mir wieder eine Adresse oder eine E-Mail-Adresse. Anlassanmeldung, auch einen ganzen, eine gute Möglichkeit, Leads zu generieren. Upload von Bildern beispielsweise mit einem Wettbewerb verknüpft. Oder dann auch Facebook Connect, da hole ich mir einen Facebook-Fan, indem ich den auf meine Seite connecte. Das sind so ein paar Beispiele, wie das ausschauen kann. Links, klar in einem Shop, da ist logisch das Ziel gegeben, rechts. Dann ein Kontaktformular, passt natürlich auch. Wichtig ist hier, dass ich das Ganze messe, dass ich den Funnel dann auch auswerten kann und ganz entscheidend, dass es nicht zu kompliziert ist. Da habe ich ein Beispiel von Pringles, das war bei einer Fußball-WM, ist über 10 Jahre allerdings her, da gab es noch keine Smartphones und zwar hat Pringles einen Wettbewerb gemacht und der war national, international angelegt, über ganz Europa. Da ging es darum, wer wie lange mit einer Pringle-Dose jonglieren kann. Das musste man filmen und dann auf einer Plattform, auf einer Seite hochladen. Sie können sich vorstellen, das war vor über 10 Jahren noch nicht ganz so einfach. Entsprechend waren dann auch die Teilnehmerzahlen, hatten ungefähr 12 mitgemacht, weil die es einfach nicht hingekriegt haben, das zu filmen, dann anständiges Formular zu packen und danach den Upload zu machen. Also es darf nicht zu kompliziert sein, es muss einfach sein, sonst machen die Leute hier nicht mit. Dann der nächste Teil, wenn es um den Inhalt geht, ist natürlich das Thema Bewegtbild. Und da gibt es logischerweise die ganzen Videos. Die Videos, die sind sehr, sehr vielschichtig einsetzbar. Das heißt, ich habe sie nicht nur bei mir auf der Seite, sondern ich verteile die dann möglichst großzügig. Die Verbreitung über YouTube und Co., da läuft dann ständig was weiter. Sehen wir nachher noch ein Beispiel dazu. Anhaltende Werbebotschaft, also es hört nie auf, die Videos werden theoretisch immer weiter geschaut, also meine Videos, die laufen permanent, auch das erste Video hat immer wieder mal eine View zwischendurch. Führen zu höheren und längeren Besuchszeiten, komme ich nachher noch dazu. Zeigkompetenz besser als Text, ist klar, wenn ich eine Person habe, die was erzählt, dann kommt das authentischer rüber, als wenn das ein Text ist, ist auch klar. Steigerung von Glaubwürdigkeit und Sympathie. Auch das wieder, weil die Person da ist, wenn sie natürlich sympathisch ist, wenn sie es nicht ist, ist es ein Problem. Und ein Film sagt mehr als 1000 Worte, das sollte selbstsprechend sein. Ich habe hier ein paar Beispiele für die vielschichtige Einsetzbarkeit von Corporate Videos. Da allerdings aufgepasst, wenn ich sie bei YouTube einbinde, immer überlegen, ob das Sinn macht oder nicht. Da gibt es dann auch spezielle Plattformen, wie wir vorher gehört haben, von Extendix, da läuft es dann nur da. Ich habe hier ein Beispiel, aber wie das über YouTube läuft. Ich mache diese Tutorials, diese Videos, einen pro Woche und baue die nachher in die verschiedensten Formen ein. Und man sieht hier oben links auf YouTube selber, dann in der Mitte drin ist es auf unserem Blog, rechts ist es bei den News drin und ich sehe dann auch unten, wo das Ganze abgespielt wird, beziehungsweise auf welchem Gerät oder in welchem Gefäß drin. Da haben wir YouTube als Wiedergabeseite, dann mobile Kanäle, YouTube-Kanalseite und auf anderen Websites eingebetteter Player. Das sind dann genau die wir eben rechts hier sehen. Macht das einen großen Anteil aus, aber YouTube läuft auf jeden Fall auch ganz gut. Wenn man sich dann das überlegt, wenn das mal läuft, Verbreitung über YouTube und Co., ich habe hier 150 Views, die am Tag kommen. Wo kriegt man das sonst, wenn man sich überlegt? Die werden vielleicht im Schnitt so 2-3 Minuten geschaut, wenn ich 150 Leute erreichen will pro Tag mit einem anderen Werbemittel, wie beispielsweise einem Newsletter, dann habe ich bald keine Abonnenten mehr. Inserate wird schwierig, vor allem auch mit dieser Zeit. Ist also was, das sehr, sehr gut funktioniert. Dieses Bewegtbild in dem Fall jetzt. Und dann, das ist ein wichtiger Punkt, hatten wir vorher auch ein paar Beispiele gesehen. Wenn ich ein Video auf einer Seite einbinde, dann performt die Geschichte einfach besser. Das sieht man hier. Ich habe durchschnittlich eine Besuchszeit von 45 Sekunden auf der Seite. Wenn ein Video eingebunden ist, dann ist die 2 Minuten 30. Man schaut sich also den Inhalt an und die Chance, dass man nachher weiterklickt, ist wie hier jetzt in dem Fall auch wieder größer. Dann das ganze Thema Content, wenn es ums Content schreiben geht, also jetzt weg vom Video, dann ist das Thema Content Marketing ganz entscheidend wichtig und da spielen
diese neuen Faktoren eine unheimlich wichtige Rolle. Das erste Mal, wer schreibt, der sollte passioniert sein. Also nicht jemanden nehmen, der sich nicht über den Inhalt freut, also der es nicht toll findet, dass er beispielsweise in der Firma arbeiten darf und der es nicht toll findet, was man verkauft oder was man für einen Service anbietet. Dann schaut man am besten, dass man sich auf die Kernkompetenz konzentriert. Da geht man oft ein bisschen weg vom Pfad, wenn man merkt, dass andere Inhalte besser gefunden oder besucht werden. Sollte man aber eigentlich nicht machen, weil das merkt natürlich der Besucher. Nutzerorientiert und zuhören und Themen finden, die nächsten beiden Punkte, da geht es vor allem darum, dass ich das schreibe, was der User hören will und nicht, dass ich das schreibe, was ich toll finde. Das findet man beispielsweise auch raus, indem man nach Inhalten sucht und dann sieht, ob von dem schon was vorhanden ist. Und wenn was vorhanden ist und es gelesen wird, da kann man auch auf Blogs gehen oder bei Twitter und Co. suchen, dann ist es was, das die Leute interessiert, dann sollte ich drüber schreiben. Erzählen Sie Geschichten und oder Erfolgsstories und versuchen Sie so, den Besucher zu packen. Da ist immer mein Lieblingsautor Malcolm Gladwell, den ich erwähnen möchte. Der schreibt Fachbücher, aber eben in Form von Geschichten, dann bleibt einem das auch viel besser. Die Leute motivieren, um Inhalte zu schreiben, Mitarbeiter motivieren, um Inhalte zu schreiben. Das ist ein wichtiger Faktor, das macht es einfacher. Das ist dann beim Punkt 9 entscheidend. Inhalte auch saisonal planen, also dass ich schaue, wenn ich irgendwie in einem Zusammenhang, beispielsweise ich schreibe über Facebook, dass ich dann während der Champions League zum Beispiel die Fanpages der Fußballteams aufzeige oder analysiere, dann habe ich sicherlich auch wieder einen schönen Besucherstrom garantiert. Dann die richtigen Keywords einsetzen, immer noch das Entscheidendste, da geht es um die Keyword-Analyse. Und machen Sie und schauen Sie, dass die Updates regelmäßig reinkommen und nicht drei hintereinander in der Woche und dann wieder drei Wochen nichts, sondern schön verteilt und sehr regelmäßig. Dann sind wir beim zweiten Punkt, das ist dann die Vermarktung. Da gibt es natürlich die verschiedensten Kanäle, das ist klar. Da gibt es die Displaymöglichkeiten, Google, ganz wichtig auch Werbung heute auf Tablets oder auf mobilen Endgeräten. Dann haben wir die ganzen Social Media Geschichten, heute auch gehört Offline-Möglichkeiten. Und dann logischerweise Sachen wie Permission Marketing und dem Newsletter, das gibt es immer noch. Auch ganz entscheidend hier zu schauen, will ich B2B oder B2C ansprechen. Lohnt sich beispielsweise im B2B-Bereich auch Social Media, das ist was, das es zu analysieren gibt. Und da habe ich eine Grafik dazu, die ich noch kurz erklären möchte. Da geht es darum, welches Online- oder welches generell, welches Marketinginstrument wie reagiert. Ich habe in der X-Achse, der Abschluss und die Wirkung, also wie nahe bin ich am Abschluss dran, wie nahe bin ich quasi am Sales dran. Und dann das zweite ist die Bindung, also wie stark kann ich einen Besucher, einen vielleicht sogar Kunden binden und sein Vertrauen gewinnen. Wenn ich mir jetzt hier anschaue, ich habe unten links die Display-Ads, klar, das ist nicht sehr vertrauenswürdig, ist klar, da geht es mehr um Branding und ich bin auch ziemlich weit vom Abschluss weg. Die Chance ist relativ klein, dass einer, wenn er auf ein Ad klickt, dann auch was bestellt oder mich anruft. Und rechts oben habe ich SEO dort im Einsatz. SEO ist was, das geht die Suche vom Suchenden aus. Das heißt also, es geht um sein Thema und nicht in erster Linie um mein Thema. Wenn ich da erscheine, ist die Chance sehr groß, dass ich einen Sale generieren kann. AdWords ganz ähnlich, weil vor allem man heute kaum noch einen Unterschied sieht, ob es AdWords sind oder ob es organisch ist. Und dann so im Social Media Bereich links oben, da schaffe ich extrem starkes Vertrauen, habe aber natürlich, sage ich jetzt mal, auch nicht gerade den Abschluss als erstes vor Augen. Das trägt natürlich dann alles zur sogenannten Customer Journey bei. Da geht es also darum, beispielsweise wie bei Zalando, sagt man 14 Mal muss man Zalando gesehen oder besucht haben, damit man dann auch bestellt. Das ist eben ihre Customer Journey und da kann es natürlich sein, dass es ein Display-Ad oder ein Blogpost oder ein Tweet dazu beitragen, dass ich nachher, wenn ich auch beim letzten Besuch dann, bevor ich dann bestelle, über einen anderen Kanal komme und das kann natürlich auch eine Print-Aktion sein. Das ist klar, wenn ich über so einen Kanal komme, dass ich dann erst bestelle, aber eben der vorherige Kontakt mit Zalando den Teil zu seiner Customer Journey beigetragen hat. Dann auch ganz wichtig, machen Sie hier einen Mediaplan, würde ich empfehlen, und den vor allem mit Zielen versehen. Also wenn Sie, sei es Banner, sei es auch SEO, sei es
sei es Facebook-Aktionen und so weiter, sei es ein Newsletter, überlegen Sie sich, was da ein Lead kostet, schlussendlich auch, überlegen Sie, wie viel Geld das Sie ausgeben, wie viele Leads das Sie generieren wollen, damit Sie eine Kampagne auch gut messen können. Dann noch den letzten eigentlichen Punkt, ich nehme jetzt hier aus dem ganzen Bereich von den Möglichkeiten, wie ich eine Seite bewerbe, nämlich SEO raus und da aber auch nur den Punkt On-Page-Optimierung. Ich denke, das ist der absolut wichtigste Punkt, der gehört zu jeder Kampagne, der trägt dazu bei, wie gut eine Kampagne funktioniert, auch wenn der Besucher über ein anderes Online-Marketing-Instrument auf mich zukommt. Da habe ich die Gründe, warum das so ist. Das ist klar, damit ich bei Google gefunden werde. Das kann auch bei einer Kampagne wichtig sein. Wenn ich beispielsweise ein Plakat sehe mit irgendeinem Slogan drauf, nachher nicht mehr genau weiß, wie der URL war, weil den kann man ja selten lesen auf einem Plakat drauf, da bleibt einem die Zeit nicht dafür, dass man, wenn man den Slogan nachher sucht bei Google, dass man nachher die Seite auch findet. Hier ist auch wichtig, dass man nicht mit Bildern, sondern mit Text auf der Seite arbeitet. Für einen guten Qualitätsfaktor sorgt eine optimierte Webseite auch bei den AdWords, das senkt die Kosten bzw. stärkt die Positionen. Dann schauen, dass die Bounce Rate tief bleibt. Auch hier wieder, wenn ich noch was suche und den Inhalt auf der Seite drauf finde, dann ist die Chance größer, dass ich nicht gleich wieder weg bin, da der Relevanzfaktor stimmt und ich dort auch wieder mit Trustmarks arbeiten muss. Wenn ich also einen Brand habe, den nicht jeder kennt, schauen, dass man die Trustmarks auf der Seite drauf hat. Denn Clickstream ist klar und das Ziel, das hat mit dem Thema Usability stark was zu tun, sorgt logischerweise für mehr Umsatz und mehr Leads und für alle anderen Marketinginstrumente hilft es auch, also auch für meinen Newsletter. Wenn ich vom Newsletter auf eine Homepage optimierte Seite komme, ist die Chance größer, dass ich das mache, was ich sollte, dass eben der Lead generiert wird und ich profitiere von einer optimierten Seite. Und dann die Personalisierung, dass halt vielleicht auch mal der Inhalt personalisiert ist, wenn ich über einen Newsletter oder Print komme, so wie hier mit dem Perl Personal URL, dass das dann eben auch auf der Seite drauf passt. Ich komme ganz kurz noch zum Schluss auf das Monitoring, also was kommt raus. Und da schaut man sich halt dann an, wie performen beispielsweise einzelne Keywords. Ich habe hier zwei Keywords. Das eine ist das Keyword Webdesign, das andere ist YouTube-Geschichte. Das ist bei unserer Webseite. So, und da sieht man dann schön, dass beispielsweise bei Webdesign die Performance viel höher ist. Da habe ich 1 Minute 50, die Absprungrate ist viel tiefer. Bei YouTube-Geschichte ist es eben nicht so. Und jetzt, was mache ich da? Ich optimiere das beispielsweise, indem ich auch hier ein Video integriere, den Besucher dann doch überzeugen kann, dass er auf der richtigen Seite gelandet ist. Das die Möglichkeiten. Dann auch auf Inhalte schauen. Hier wieder ein Beispiel, die zweitmeist besuchte Seite bei uns ist ein News über das Thema SaferPay und da ist die Absprungrate massiv hoch, die Besuchszeit okay, aber nicht groß, vor allem die Ausstiegsrate auch sehr hoch bei 94% und beispielsweise bei unserer Matrix, was ein Vorteil ist, da habe ich allerdings nicht so viele Besucher drauf, ist die Ausstiegsrate klein, das heißt dort wird auch dann zum Formular gewechselt. Da sehe ich hier dann auch hier wieder auf der SaferPay-Seite irgendwo schauen, dass ich irgendeinen Zusammenhang zu meinem Inhalt stärken kann, damit der Besucher nicht gleich wieder weg ist. Was auch ganz ein wichtiger Punkt sind die externen Faktoren. Hier geht es darum, dass ich Kampagnencodes hinterlege, wenn ich beispielsweise einen QR-Code mache. Man sieht das hier sehr schön auf unserem QR-Code, auf dem Flyer drauf. Wurde jetzt in dem Fall 31 Mal gescannt. Und auch hier funktioniert es also. Das ist ja ein positives Zeichen. Beim zweiten beispielsweise geht es um Posts auf Facebook drauf. Auch hier sehe ich dann genau, was funktioniert besser und was nicht. Also beispielsweise das Thema Stellen. Hier besser als Facebook altert. Facebook altert war ein Beitrag zum Altern von Facebook. Da sehe ich also auch die Ausstiegsrate dort sehr hoch, die Besuchszeit sehr klein. Dann schreibe ich also besser nicht mehr zu dem Thema. Und dann einer der interessanten Punkte unten dran, die Signatur auf den E-Mails. Sie werden das auch haben, dass Sie ein URL bei den E-Mails unten drin haben. Und wenn Sie auf den URL klicken, kommen Sie auf die entsprechende Webseite, meistens dann die eigene. Und da sieht man, das performt bei uns perfekt. Da sind wir bei 4 Minuten und die Absprungrate super minimal. Lohnt sich also das hier
zu messen. Gut, dann die Leads, wenn ich die mal habe, hinten raus logischerweise, dann geht es darum, die nachzubearbeiten und da Business rauszuholen. Das geht vor allem darum, wenn ich keinen E-Shop habe. Da ist klar, ins CRM ganz entscheidend für die nächste Kampagne, dass man die hinterlegt oder man telefoniert hinterher. Mein Favorit ist hier telefonieren, ist klar, Mail funktioniert nicht ganz so gut. In den nächsten Newsletter integrieren, einen Printversand integrieren, auch das, was wir hier gesehen haben, ein sehr mächtiges Instrument. Das ganze Remarketing als Möglichkeit dann über die Display-Anzeigen. Da holt man ja beispielsweise gerade im Bereich Zalando die Besucher dann auf irgendwie YouTube mit einem personalisierten Banner wieder ab und die Kanäle logischerweise vergleichen und optimieren, damit ich hier beim nächsten Mal bessere Performance habe. Ich habe zum Schluss eine Folie für Takeaways, so ein bisschen zusammengefasst zum Thema Kampagne und den beiden Bereichen Inhalte und wie kriege ich Leute auf die Seite drauf. Ganz klar mal die Definition, brauche ich eine Landingpage oder mache ich besser eine Microsite? Gehe ich mobil, logisch, lässt sich meistens nicht mehr vermeiden heute, würde ich also auf jeden Fall empfehlen, muss man natürlich aber abwägen. Klar, dann Relevanz und Vertrauen schaffen, damit der Besucher, wenn ich ihn schon mal auf der Seite habe, nicht gleich wieder abzischt. Dann das Ziel definieren und den Inhalt ganz entscheidend darauf ausrichten, die richtigen Marketinginstrumente wählen und gegebenenfalls auch Video integrieren. Das lohnt sich auf jeden Fall, eben wie wir vorgesehen haben, vor allem für bessere Besuchsperformance. Dann Leads in Sales umwandeln, das ist nachher das, was hinten rauskommt und ganz klar die Nachbearbeitung. Man sollte also eine Kampagne nicht zur Seite legen, nicht mehr anschauen, wenn die vorbei ist, sondern die Nachbearbeitung, ganz entscheidender Faktor. Das also die Präsentation zum Web Breakfast 2013 mit der Firma Canon. Ich hoffe, es hat Ihnen was gebracht. Würde mich natürlich wie immer freuen über Kommentare hier unten. Wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie hier abonnieren. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IENEMAG und Sie haben Website-Marketing.co geschaut.